So, weiter geht's mit meiner persönlichen Trainingseinheit. Wer die ersten Teile gesehen hat, der weiß ganz genau, Oberkörper war nicht so die Stärke. Doch genau damit geht's weiter. Ja, wollen wir so ein bisschen an deiner Schnellkraft arbeiten, so ein bisschen den Leroy Sané aus dir herauskitzeln. Das heißt, wir machen jetzt sogenannte Back Squats. Ja, die machen wir in einer Senkphase von 2 bis 3 Sekunden und dann versuchst du schnell kräftig mit dem Gewicht nach oben zu kommen. Die Stange allein wiegt 15 Kilogramm und wir haben dir jetzt noch 10 Kilo auf beiden Seiten dazugegeben. Das heißt, du wirst jetzt mit 35 Kilo arbeiten. Genau. Und wie gesagt, 2 bis 3 Sekunden Senkphase und dann explosiv nach oben raus. Und explosiv sein. Gut, gut. Lass die Brust oben, lass den Blick neutral. Gut, und wieder hoch. Einmal noch, Brust oben lassen und richtig explosiv. Und spring ab. Gut, und dann nehme ich dir die Stange wieder ab. Langsam rückwärts reinkommen und einrecken. Gut, da würden wir jetzt eine kleine Serie mitmachen. Wir würden das 3 bis 4 Mal machen. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Wie viel Pause habe ich jetzt dazwischen? Also ich würde jetzt ungefähr 1 Minute Satzpause geben und dann würden wir den nächsten Reiz versuchen zu setzen. Das klingt viel, ist aber wahrscheinlich sau wenig, wenn man es mehrmals gemacht hat, oder? Genau, das ist es. Die erste Runde fühlt sich in der Regel noch relativ leicht an, aber ja, wenn die 2., 3., 4. oder irgendwann die 5. Runde kommt, dann fühlt es sich schon anstrengend an. Das heißt, das hilft mir beim Antritt, wenn ich den Ball hinterher jage besonders? Oder? Genau, es hilft dir beim Antritt, es hilft dir bei jedem Sprung. Ja, egal, ob es ein Torhüter ist oder ein Stürmer, wir gehen immer wieder zum Kopfball hoch. Es hilft uns immer wieder von null auf schnell zu beschleunigen. Und darum sollte sowas immer trainiert werden. Ein Bundesliga-Profi hat dann, wahrscheinlich geht es da auch um den Spieler, aber was hat der so mehr oder weniger aufgelegt? Ich sag mal, dies plus ein bisschen könnte auch für einen Bundesliga-Profi auf jeden Fall der Maßstab sein für die ersten Einheiten. Ihr habt gemerkt, ich habe versucht, ein bisschen Zeit zu schinden. Nächster Versuch, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Man neigt ja schnell dazu, große Fresse zu bekommen. Also ich schaffe es jetzt auch noch 10 Mal, keine Frage. Hast du nicht gehört. Wir machen jetzt einfach mal weiter bei der nächsten Übung. Ja, das sieht hier schwer nochmal nach, ich würde fast sagen, Deutschland einer aus Olympischen Spiele. Jörn, was hast du jetzt zum Abschluss nochmal ausgedacht? Zum Abschluss dachte ich, wir rudern einfach nochmal einen sogenannten Tabata-Intervall. Das heißt, du hast gleich 8 Runden, 20 Sekunden Belastung, wo du so schnell und so hart ruderst, wie du kannst. 10 Sekunden Pause. 4, 3, 2, 1. Super, hast du sehr gut gemacht. Super. Ich würde gerne was sagen, das geht nicht. So, jetzt ist er ein bisschen kurzatmig, aber wird sich sehr schnell wieder erholen von dieser Belastung. Super. Nachmachen, ich wünsche euch viel Spaß.